Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind immer noch mitten in der Nacht in Sai'an. Und ich habe langsam keine Ahnung mehr, was ich wegen des Diebes und des Geistes machen soll. Ja gut, ich könnte den Geist einfach wegblasen, aber das würde nicht sonderlich viel bringen. Gucken wir mal in unser schlaues Tagebuch, beziehungsweise in unseren Reiseführer. Erstmal habe ich was Neues in der Schatzliste. Ah, die Pferdestatue. Eins der 13 Sternzeichenschätze. Hat große Reinheit im Design. Ja, und alles andere. Ja, ich könnte demnächst mal wieder Schätze verkaufen, um an Geld zu kommen. Genauso wie ich ein paar Fische verkaufen könnte. Ah, es gibt so viele Fische. Aber das hier erzählt nichts über die beiden Probleme. Also über die Probleme, die wir hier in der Stadt haben. Von daher lasse ich das einfach mal gut sein. Weil der Dieb wird sich auch kaum in irgendwelchen Tonkrügen verstecken. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten mit dem ganzen Licht hier. Ich werde dich nicht länger frei rumlaufen lassen, Hayase. Er muss sich irgendwo in der Nähe versteckt haben. Jetzt muss ich einfach auf der Lauer liegen, bis er auftaucht. Ja, du wurdest von Hayase beklaut. Und du bist sicherlich nicht Hayase, du bist Wayne. Ja, kann ich dich wegpusten? Nein, kann ich nicht, weil ich mal wieder es nicht hinkriege. Einen Püster zu malen. Ich kann mit dir nichts machen. Gut. Für den Typen da oben auf der Insel, die man von hier aus sogar noch sehen kann, dass die niemandem aufgefallen ist bis jetzt, haben wir eigentlich auch noch eine Aufgabe zu erfüllen. Also einer von denen da oben vermisst seine Maske. So, hier gab es leider keine Meerjungfrauenquelle. Aber soweit ich weiß, gibt es im Adelsviertel eine. Kann ich eigentlich die Feuerschale wieder löschen? Kann ich bestimmt, aber nicht mit so wenig Wasser. Nö, kann ich nicht. Okay, das wäre lustig gewesen. Lassen wir mal die Nacht an. Oh, guck mal, bei Nacht ins Adelsviertel. Tag, Jungs. Ciao, Jungs. Ja, irgendwas ist auf jeden Fall mit dem Baum hier. Ja, da oben ist eine Meerjungfrauenquelle, wo ich hin will. Vorbei an Isons Lieblingspriesterin.
Ja, du bist Tag und Nacht hier, die Wachen auch. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass sich großartig was tut. Oh, aber ich sehe einen Schatz. Perle. Können wir hier kurz umsehen, ob ich noch irgendwo was Verstecktes leuchten sehe? Nö, da war nur ein Kleeblatt. Nebenbei, jetzt wo wir den Doppelsprung haben, sollten wir eigentlich auch... die Sache auf der Taka-Ebene mit dem Doppelsprung hinkriegen. Da ist die Quelle da hinten. Voilà. So. Naja, werfen wir einfach mal eine Münze hier rein. Stadt sei an. Shinsofeld, Agatha-Wald, Taka-Ebene, Sazat. Also auch zur Taka-Ebene. Von da aus kommen wir ja auch leicht zur Sazat-Zuflucht. Und zwar meine ich genau hier das hier. Da drüben waren wir nämlich noch nicht. Das war falsch. Naja, jetzt geht die Sonne auf, macht nichts. Ein goldener Pfirsich. Für den Magen komplett. Ja. Ja, und hier kommen wir direkt zur Sazat-Zuflucht. Der steht immer noch da rum. So, hier die Zuflucht rein, drüben wieder raus. Die lassen sich hier immer noch gut gehen. Reisen wir zu diesem kleinen Käfer, eine sichere Reise. Hoppala. So, Kaguya, was ist hier oben los? Also erstmal ist Herr Bambus hier. Den Göttern sei Dank, bist du das wirklich, Kaguya? Ich hätte nicht gedacht, dich je wieder zu sehen, nachdem der Kaiser plötzlich in die Stadt sei an... Der Kaiser... Hä?
wahrscheinlich dich in die Stadt sehr anrufen ließ. Kaguya, meine liebe Kaguya. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit wir uns das jetzt mal sahen. Meine Güse, sieh nur all diese neuen Falten. Hast du dir so sehr Sorgen gemacht? Oh, Großvater, schluchz. Ich dachte schon, dass ihr euch hier treffen würdet. Ich freue mich für euch beide. Oh, Kaguya, lass uns glücklich und zufrieden zusammenleben. Wir können meine Bambusware verkaufen, nur du und ich. Hoch? Oh, Was ist los, Kaguya? Musst du wieder zum Kaiser zurück? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Ich kann nicht bei dir leben, Großvater. Hä? Hä? Wovon redest du da, Kaguya? Du bist doch nicht weggelaufen oder rennst vor irgendetwas davon, oder? Ich wusste nicht, dass du hier bist, Großvater. Es wäre besser gewesen, wir hätten uns nicht getroffen, bevor ich abreise. Abreisen? Wohin willst du gehen? Ich bin mir nicht sicher. Hier in der Erde der Sasa-Zuflucht ist das königliche Siegel eingelassen. Es ruft nach mir. Was zur Hölle? Kaguya, was machst du da? Es ist, als ob ich von einer unsichtbaren Kraft gesteuert werde. Unter diesem Siegel tief unter der Erde, dort wartet etwas mit einer Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Ich muss gehen. Ich muss sehen, was in diesem Loch ist. Kaguya, Kaguya. Nein, tu es nicht, Bambusmädchen, es ist zu gefährlich. Ihr nach, Ami. Naja, wieder das Grabespiel. Explodiere! Danke. Na komm, Wind. Wind? Nein, Wind! Das ist kein Wind! Das ist Wind. Der Wind bläst in die falsche Richtung. Der da aber auch. Wieder diese Scheiße. Ja, seht ich mal im Wind, oder? Das bringt alles nichts. Au. Okay. Nochmal von vorne. Hier brauche ich gar nicht rumgraben. Hier reicht es einfach, alles wegzubomben. So, ich mach mal einen großen Kreis. Das war falsch. Das war richtig. Das war wieder kein Wind. Also,
Wind machen ist in dem Spiel sehr schwierig. So. Oh, das explodiert nicht rechtzeitig. Die Bomben wollen auch nicht so, wie ich will. Willst du mich veralbern? Ich zeichne da hoch, aber... Ich kann keinen Wattsprung nach oben machen. Ich kann es wieder vergessen, weil ich nicht nach oben komme. Warum grab ich? Also mit diesem Pinsel umzugehen... Hallo, ich mal eine Bombe. Ernsthaft? So, mal gucken. Ich komme jetzt nicht wieder weiter, weil ich nicht hochkomme. Ah, das war ein blöder Fehler. Man merkt es mir an, diese also alle, eigentlich alle diese Zeichen-Minigames gehen mir langsam auf die Nerven. Weil das Spiel die Sachen nicht richtig erkennt, teilweise. Hallo, ich zeichne deine Bombe, also mach da perfekt. Achso, ich kann keine zweite Bombe, solange die erste noch nicht weg ist. Ja, das macht Sinn. Komm, Wind! Wind! Glaubt ihr das? Das war die falsche Richtung! Jetzt habe ich in die richtige Richtung geblasen. Und was mache ich? Ich blase sie auf die Stacheln.
Der Wind will nicht. Jetzt will er also.